Hallo und herzlich willkommen zu einer Play Together Minecraft. Der Lars ist gerade schon mal freundlicherweise einfach hoch. Jetzt leckt sich gerade ein bisschen. Der Lars ist gerade freundlicherweise einfach mal vorgerannt und hat da ein paar Fackeln hingesetzt. Warum auch immer. Landebahn für UFOs. Landebahn für UFOs, alles klar. Ja. Das erklärt's. Ja, nee, finde ich gut. Muss es auch geben. Das ist richtig. So, gehen Sie. Ja, hören Sie, Jung. Was sagst du zu unserer Lage? Ja, ich finde Jod. Sehr schön. Ich finde Jod. Was Jod hier macht. Ich weiß nicht, wie mir das hier gefallen soll, was ich hier gebaut habe. Ich glaube, ich baue hier tatsächlich noch einen Weg außen rum. Dann komme ich besser hin. Verstehst du? Verstehe ich. Glaube ich nicht. Doch. Nein. Doch. Das wirklich? Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Nee, aber ich weiß, dass du es mir sagen wirst. Ich habe ja, ist das eine Produktplatzierung, wenn ich das sage? Nee, ne? Also weiß ich nicht. Darf man Nachnamen sagen? Nee, das, also ich glaube nicht. Okay, ich habe bei Aldi Flipper gekauft. Okay. Weißt du ja, ne? Ja, weiß ich. War ich dabei? Ja, und ich dachte mir gerade so, ach, eigentlich ziemlich geil, holst du jetzt ein und trinkst den und klar, hast nicht gesehen. Ja, sag mal gerade, was passiert ist. Ist ausgelaufen. Nee. Ist abgelaufen. Nein, ach, die hast du jetzt gekauft. Hätte ja sein können. Besser. Noch besser. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe ihn im Auto liegen lassen. Ärgerlich. Das wird mich ja stören, ne? Ja, tut's auch ein bisschen. Also es kratzt ein bisschen meinem Ego, wenn ich ehrlich bin. Das wird mich ja echt stören. Was? Ja? Es wird dunkel. Mhm. Wir sollten schlafen. Mhm. Warum? Weil du erst gucken kommen musst, wie immer. Ja, dann werde ich doch jetzt mal gucken kommen. Wo soll ich denn nach da unten hin? Ach so, ja, das ist doch cool. Oder? Ja. Und dann mache ich das unten so ein bisschen zu. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Langsam werde ich wieder kreativ. Sehr gut, ja, ich... Aber dieses Haus da oben will ich wegspringen, das stört mich mega. Echt? Ich finde das eigentlich cool. Nee, überhaupt nicht. Na komm, wir gehen schlafen. Ich habe eine Idee, Henrik. Ja, welche? Wir bauen unsere Wohnung in die Schlucht. Das ist auch eine coole Idee. Dann reißen wir das Scheißhaus hier oben ab. Oder benutzen das für mich als Scheißhaus. Okay. Und dann bauen wir da unten unsere Wohnung rein. Ja, okay, Deal. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, das auszuheben. Also, nee, wieso ausheben? Ich würde dafür die Schlucht so nutzen, wie die ist. Oder? Nee. Oder das könnte doch zu wenig Platz sein. Wieso? So auf der Grundfläche von dem Lager hier? Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass das zu wenig Platz ist. Und dann so nach außen immer Fenster machen? Oh, das wäre fast die Schlucht gewesen. Aber ich ahne schon, das ist keine gute Idee, eine Schlucht zu bauen. Aber es ist mir gerade egal. Ja, wer hätte es gedacht? So, und was werde ich in der Zeit tun? Ich werde in der Zeit... Was mache ich denn in der Zeit? Bruchstein besorgen, das war mir ja irgendwie klar. Also Cobblestone. Ja, Cobblestone. 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 Ich besorge uns mal ein bisschen Cobblestone. Meinst du denn, man kann das Lager hier so im Flur lassen? Also, das ist ja quasi der Eingangsbereich hier. Puh, du bist der Hausbauer. Ich bin unschlüssig, du sollst mir helfen. Ja, von mir aus kann man das machen. Ach, nicht hilfreich.
Von mir aus kann man das machen. Das ist doch eigentlich eine ganz klare Aussage dazu, oder? Nicht hilfreich. Dann aber nicht. Von mir aus können wir jetzt pennen gehen. Schon wieder? Ach ja, es gewittert. Ja, gut, dann lass uns jetzt mal pennen gehen. Oh nein. Was denn? Da sind schon wieder Monster in unserem abbruchreifen Haus, glaube ich. Oh. Es regnet auf unsere Betten. Das ist irgendwie uncool. Wie konnte man mal Glas abbauen? Wie ging das denn nochmal? Mit einer Spitzhacke, die dieses Silk Touch hat. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich fürchte, ich muss dir jetzt auch dann gestehen, dass wir das noch nicht haben. Ja, dachte ich mir irgendwie fast. Gut, dann sind wir auf einem Stand. Oder sollen wir da oben, wo es das Lager ist, unsere Butze reinmachen und hier unten nochmal das Lager rein? Wir können das auch alles auf einer Ebene machen. Nee, ist doch viel cooler, wenn das auf einer verschiedenen Ebene ist. Ja, der Meinung bin ich auch. Dann machen wir das Lager hier unten rein. Was hältst du davon? So ganz unten. Ja? In der Schlucht. Ja? Dann helfen wir mal hier beim Ausheben. Ja. Yeah. Autsch. Was denn du? Bin durch die Gegend gesprungen. Warum machst du sowas? Zweifel einfach, weil ich es kann. Machen wir das 4 hoch? 4 hoch, oder? Ja, für die Truhen auf jeden Fall. Ich würde auch vorschlagen, dass die Entfernung reicht. Ne? Also, dass wir es dann so lassen. Und ich würde vorschlagen, ich warte, ich setze mal einen Punkt, bevor wir rudeln. Damit es nicht doof aussieht. Aber ich wollte das so ein bisschen versetzt machen, weißt du? Und dann sieht das ein bisschen moderner aus. Wenn du das sagst. Also quasi bis hier. Was sagst? Ich also habe da keine Ahnung von. Genauso Bauherr wie ich, ne? Ja, das ist durchaus richtig. Nicht, dass ihr mir nachher wieder heißt, ich werde alles bestimmen. Nee, um Gottes Willen. Ausnahmsweise würde ich das jetzt mal nicht sagen. Weil ich tatsächlich gerade echt null Ahnung habe. So, ich würde vorschlagen, dann machen wir das hier bis zu dieser Wand hier. Weißt du, hier? Also hier so. Jetzt zieh mal in die Wand rein. Okay. Hast du eigentlich mittlerweile ein anderes Texturenpack? Nein. Das ist ja schlimm. Ich habe das ja probiert. Mhm. Und das war nicht gut. Ein anderes? Also nein, das lag nicht am Texturenpaket. Das Texturenpaket selbst an sich finde ich tatsächlich sehr gut. Nur die Aufnahme wurde dann so grisselig. Das fand ich nicht gut. So, ich finde, das kann man fast lassen. Ich vertraue dir da. Na, wenigstens in dem Punkt. Ja. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Eben. Muss ja auch mal sein. Mein Reden. Dum, 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 dum. Eisen, Eisen, Eisen. Da, 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 da. Wo bin ich? Wo? Ja, bin ich. Ey, jetzt mal ehrlich, wo bin ich? Keine Ahnung. Ach so. I remember. And still remember. Ja, ich bin einfach ein bisschen verwirrt gewesen. Ja, alles gut. Hoffe ich doch.
Stört mich. Gestehe ich dir zu. Das ist sehr nett von dir. Ach, gut, ich wollte gerade sagen, bau doch nicht das Wand ein. Ja, das war doch der Plan. I remember years ago. Da. Da wäre ich jetzt beinahe runtergefallen. Mensch, Lars. Wie gut, dass ich es nicht bin. Ja, ist halt eine Baustelle, ne? Ja, richtig. Da ist jeder selber gefragt, auf sich selber aufzupassen. Ja, ist ja auch vollkommen richtig so. So. Hier sind übrigens Kohle. Nimm sie dir. Nee. Warum? Ich will Cobblestone haben. Okay. Dann nehm dir den Cobblestone. Bin dabei. Sehr gut. So, ach ja. Dann baue ich doch hier mal die Melonen ab. Henrik? Ja? Meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Das ist schlecht. Dann hol dir oben eine neue. Ich habe da welche in den Truhen drin. In welchen? In den Truhen, die oben stehen, also ganz oben stehen. Okay. So, und ich werde mal ganz kurz was nachsehen müssen. Dazu positioniere ich mich jetzt mal. Ja, positioniere dich. Hier. Da nicht, hier. So. Dann würde ich sagen, schaue ich ihm was nach und dann bin ich auch gleich wieder dabei. So. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja. Machen das auch noch genau. Okidoki. So, weiter geht's mit dem Hausbau unterirdisch. Wisst ihr, das ist bei mir durchaus normal, dass ich was anfange und dann denke, ach nee, das gefällt mir jetzt irgendwie doch nicht und dann wieder abreiße. Und was hier mit dem Haus geschieht, das wird man einfach gucken müssen. Ich nehme an, dass ich es abreißen werde und dann hier eine Brücke drüber bauen werde. Und dass man dann hier so in den Untergrund gehen kann, durch so ein Portal oder ähnlich. Tja, aber blöderweise könnt ihr gerade nicht sehen, was ich mache. So. Moment, ich wollte noch Mauern bauen. Stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt. Und zwar Bruchsteinmauern. Denn die brauchen wir gleich, um da unten die Brücke mal sicher zu machen. Die Brücke soll nämlich am Ende so ein bisschen über so ein freies Areal drüber gehen. Also boah, nee, das ist Quatsch. Na egal, machen wir trotzdem Bruchsteinmauer hin. So, dann lassen wir es so ein bisschen offen.
kann man eigentlich, ist dann wie so ein bisschen, wie so ein offenes, wie soll ich sagen, offener halt, so, mir fällt es gerade nicht ein. So. Ich habe uns keine Ahnung, wo der Henrik gerade hin ist. Und das dauert schon verdammt lange und ich habe keinen Plan, was ich euch noch erzählen soll. Aber gut. Kriegen wir hin. Ich bin gut im Müll erzählen. Was erzählst du? Müll. Wo warst du? Musste nachsehen, wie voll meine Blase ist. Ah, verstehe. Naja, vielleicht nutzen wir für sowas demnächst mal wie Pausen oder so. Ja, 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 da hast du recht. Wollte ich auch eigentlich getan haben. Mhm. Aber ich merke schon, du bist Profi auf deinem Gebiet. Ja. Schau mal hier. Ich habe das jetzt hier mit einer Mauer ausgekleidet. Und der Plan ist jetzt, dass man hier einmal komplett nach oben gucken kann. Das bedeutet, wenn du eben mit Mauer hier mitkommst. Ja. Dass man von oben nach unten gucken kann. So, schau, jetzt bist du hier auf der Ebene, jetzt kannst du hier auch runter gucken, ne? Prinzipiell auf die Brücke. Ja. Die wird da gleich, bleib mal kurz stehen. Ja. Da kommt hier dann gleich noch eine Mauer ein, so in etwa. Ja. Und da drüber kommt dann Glas. Okay. Ne, dann hat man hier so eine durchgehende Wand mit ein bisschen Glas verziert. Okay. Und kann hier in die Schlucht reingucken von hier. Ja. So, und dann kommen wir mit. Und dann habe ich geplant, dass man von hier oben auch runterkommt. Das heißt, dass hier auch eine Mauer hinkommt. Ja. Dann ist zwar hier der Weg noch einen breit. Ja. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil es führt ja eh nur hier hinten zu der Tour. Also in meinen Augen ist das nicht schlimm. Und dann haben wir hier auch noch eine Mauer und dann kommt auch nochmal Glas drauf. Hast hier von hier nochmal einen guten Ausblick. Wenn du willst, können wir auch dein Zimmer hier hinten reinmachen. Mir ist das egal. Muss ich noch schauen. Also du kannst mir sagen, wo du es hinhaben willst, dann baue ich dir das. Ja, muss ich noch schauen. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge. Jetzt schon? Ja. Ja, aber das mache ich schnell. Ja. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschö.